In diesem Video zeigen wir den Austausch des Valvetronic Stellmotors. Der Stellmotor muss dann ausgetauscht werden, wenn entsprechende Fehlercodes vorliegen, zum Beispiel der 10859. In vielen, aber nicht in allen Fällen ist ein Ausfall der Valvetronic mit dem Aufleuchten der Motorkontrollleuchte verbunden. Der Austausch des Stellmotors ist eigentlich relativ einfach, allerdings befindet er sich unter dem Ventildeckel. Dieser muss also davor abgenommen werden. Wie das geht, erfahrt ihr im verlinkten Video. Wenn der Ventildeckel weg ist, sieht man den Stellmotor recht gut. Er sitzt zentral und mittig und ist mit zwei Muttern befestigt, die wir mit einem 10er Gabelschlüssel lösen können. Beim Lösen darauf aufpassen, dass die Mutter nicht in den Steuertrieb fällt. Während man mit der linken Hand den Stellmotor stützt, dreht man mit der rechten Hand die Welle des Stellmotors im Uhrzeigersinn, sodass er langsam herausgeschoben wird. Den neuen Stellmotor nun so einsetzen, dass der Stecker oben liegt und langsam und vorsichtig an die Exzenterwelle heranschieben. Dann die Welle des Stellmotors gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Stellmotor bündig mit dem Motorblock abschließt. Dann die beiden Muttern mit der Hand anschrauben und schließlich mit dem 10er Gabelschlüssel handfest anziehen. Ein Drehmoment wird hierbei von BMW nicht spezifiziert. Jetzt den Motor und Motorraum wie im Ventildeckeldichtungsvideo komplettieren. Wenn das erledigt ist, die Zündung anschalten, ohne den Motor zu starten, und etwa 10 Sekunden warten, bis der Stellmotor die Anschläge gelernt hat. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und gefallen. Werkzeuge stehen wie immer in der Beschreibung. Und damit ciao und bis zum nächsten Mal.